Die BCF Arena, Heimat von Fribourg Gottéron und Heimat von Schlüsselspieler Christoph Bertschi. Der Friburger hat schon im Moskitoalter im Nachwuchs gespielt. Für ihn ist sein Club viel mehr als ein Arbeitgeber. Er bedeutet ihm sehr viel. Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, also in Tüdingen respektive. Aber einfach der Kanton. Und ich glaube, der ganze Kanton ist eigentlich hockeyfanatisch. Ich bin so aufgewachsen. Und es ist für mich sehr schön, dass jetzt das Liebling darf anlegen von Gottéron. Ja, es ist für mich eigentlich das Größte, wo ich liebe, war, das ging ein Traum. Von dem her ist es sehr schön, dass das hier völlig gegangen ist. Über 10 Jahre war Bertschi weg, spielte beim SCB, in der NHL und bei Lausanne. Seit diesem Jahr ist der 28-Jährige wieder glücklich, zurück zu sein. Das Familiäre ist hier sicher sehr gross geschrieben. Ich glaube, der ganze Kanton fiebert mit, wenn es ein Spiel von Gottéron gibt. Wir sehen so mit den Fans, die Eishalle ist quasi jeder Heimmatch ausverkauft. Und das ist so ein bisschen das. Ich bin auch ein grosser Familienmensch und lebe das so sehr. Im Innern des Stadions ist Bertschi auf dem Weg ins Training. Aktive Regeneration steht auf dem Programm. Er ist auch zu seinem Club zurückgekommen, weil das Angebot attraktiv war. Letztes Jahr, als es um Verhandlungen ging, habe ich auch mit anderen Clubs verhandelt. Ich habe sicher jedem Club gesehen, ich wollte längerfristig, also mindestens 4 bis 5 Jahre, unterschreiben. Weil das für mich persönlich einfach auch eine kleine Sicherheit war. Ich habe eigentlich auch gewusst, dass wenn ich mal zu Fribourg komme, dass eigentlich der Plan wäre, auch hier aufzuhören. Und von dem her ist das so, ein bisschen so entstanden und ich bin jetzt glücklich, dass sie mir auch das Vertrauen geben, 7 Jahre lang können, so einen grossen Vertrag, also so einen längeren Vertrag zu unterschreiben. Langfristig gebunden. Und was wäre, wenn die NHL wieder ruft? Die neue Regelung in der Liga braucht man keine Ausstiegsklausel mehr. Aber ich würde, wenn es nicht ein One-Way-Vertrag wäre, nicht mehr übersehen. Bei Fribourg ist Bertschi schon sehr erfolgreich unterwegs. Die Fans lieben ihn und auch als Postfinance-Topscorer ist er schon aufgelaufen. Man ist ein bisschen auffallender auf dem Eis mit dem gelben Helm, mit dem gelben Liebli. Wenn man Fehler macht, sieht man es halt vielleicht mal ein bisschen schneller, als wenn man ihn nicht dreht. Aber auf dem Eis ist das eigentlich für mich, kann ich das ausblenden und spiele eigentlich normal mein Spiel weiter. Dies einer der Gründe, warum Christoph Bertschi erfolgreich sein Ding durchzieht. Am Postfinance-Topscorer findet er etwas besonders gut. Jeder Punkt, den der Postfinance-Topscorer macht, kommt ein gewisser Betrag den Junioren zu gut. Deshalb hofft Bertschi, egal wer Postfinance-Topscorer Helm und Trikot trägt, dass möglichst oft gescored wird.